Bei der tiefen Hirnstimulation geht es ja darum, bei jedem einzelnen Patienten eine möglichst optimale Abstimmung des Stimulationsvolumens im Gehirn zu bekommen, sodass die Areale, die zur bestmöglichen Symptomreduktion führen, optimal stimuliert werden und man gleichzeitig vermeidet, dass der Strom sich ausdehnt in Bereiche im Gehirn, in denen dann Nebenwirkungen erzeugt werden. Und diese Abstimmung ist traditionell bei der tiefen Hirnstimulation ein schwieriger klinischer Prozess gewesen, bei dem man wiederholt eben in einem Zentrum vorstellig werden musste, um schrittweise klinisch auszutesten, ab wann hat man die bestmögliche Symptomkontrolle und ab wann treten Nebenwirkungen auf. Mithilfe der bildgebungsbasierten Programmierung kreiert man ein Modell, ein Computermodell vom Gehirn jedes einzelnen Patienten. Und dieses Computermodell, das kann sozusagen reisen, unabhängig vom Patienten. Das kann auch in verschiedenen Zentren benutzt werden, wenn ein Patient mal ein Zentrum wechselt und diese Information bleibt immer bestehen. Und man kann dann an diesem Computermodell zunächst einmal Einstellungen vornehmen, nach denen man eine möglichst wahrscheinliche Einstellung findet, die zu einem guten Ergebnis führt. Und das verkürzt natürlich die Programmierzeit erheblich für den Patienten und reduziert die Notwendigkeit, im Zentrum vorstellig zu werden. Ja, die bildgebungsbasierte Programmierung hat für den Patienten zwei Vorteile. Erstens, sie geht schneller, das heißt, man braucht weniger Zeiten, bei denen Arzt und Patient zusammensitzen müssen, bei denen Stimulationseinstellungen ausprobiert werden müssen, bei denen der Arzt vielleicht sogar einmal die Einstellungen so wählen muss, dass Nebenwirkungen entstehen, die für den Patienten auch belastend sein können. Sie hilft also schon im Computer, im Modell, bestimmte Einstellungen zu favorisieren und andere Einstellungen auszuschließen, sodass man aus der Fülle von Möglichkeiten, die ein tiefe Hirnstimulationssystem bietet, ein modernes Stimulationssystem bietet, wirklich nur wenige heraussuchen kann, von denen der Arzt vermuten darf, dass sie wirklich ein optimales Ergebnis bringen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass sie eine objektive Betrachtung des Patienten ermöglicht. Das heißt, man erstellt mit der bildgebungsbasierten Programmierung ein Modell, das mit dem Patienten mitreist, sodass jeder Arzt, der an der Behandlung beteiligt ist, immer auf ein solches Modell zurückgreifen kann und die gleiche Information über die Therapie des Patienten hat. Ob Sie also in Berlin oder in Würzburg oder in Tübingen oder in Köln bei einem Zentrum behandelt werden, alle haben den gleichen Zugriff auf die Lokalisation der Elektroden und die Möglichkeiten, die ein tiefe Hirnstimulationssystem in Ihrem persönlichen Fall hat. Jeder hat die gleiche Information über die Lage der Elektroden und das löst ein großes Problem auf, in dem in den letzten Jahrzehnten bei der tiefen Hirnstimulation mehr oder weniger es eine Blackbox war. Wie sieht es im Gehirn des Patienten aus? Das haben nur wenige Zentren eben für sich persönlich lösen können. Mit der bildgebungsbasierten Programmierung ist das gelöst. Die Ergebnisse einer tiefen Hirnstimulation hängen ganz entscheidend davon ab, wo genau die Elektroden im Gehirn eines Patienten positioniert sind. Und wir zielen ja auf bestimmte Kerngebiete, bei der Parkinson-Krankheit zum Beispiel den subthalamischen Kern. Aber selbst innerhalb des Kernes gibt es Unterschiede, die wirklich von Millimetern und Submillimetern Positionierung des elektrischen Feldes abhängen, welche Effekte man bei einer tiefen Hirnstimulation erzielen kann. Nebenwirkungen wie Sprechstörungen oder auch das Gefühl von Verkrampfungen oder von Schmerzen sind manchmal nur wenige Millimeter von den Arealen entfernt, wo wir sehr gute Effekte auf zum Beispiel Parkinson-Symptome erzeugen können. Und deswegen muss für jeden Patienten
das elektrische Feld maßgeschneidert werden. Wir haben heute mit der tiefen Hirnstimulation sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, fast Millionen von Einstellungsmöglichkeiten bei einem tiefen Hirnstimulationssystem, wie wir die individuelle Ausrichtung des elektrischen Feldes optimieren können. Selbstverständlich können wir die nicht alle am Patienten ausprobieren, viele Millionen Einstellungen. Und dabei hilft jetzt heute die bildgebungsbasierte Programmierung, weil sie ein patientenspezifisches Modell erzeugt, an dem wir im Computer viele der Möglichkeiten austesten können, so eine wahrscheinlich optimale Stimulation simulieren können und die dann am Patienten testen können. Das ist dann eine Testung und nicht die Testung von Hunderten von verschiedenen Einstellungen. Und das macht natürlich das Programmieren für den Patienten und den Arzt viel, viel bequemer.